Geht's los? So, ja, dann herzlich willkommen zum Tech Talk. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tech Talk das ist. 31. oder sowas. Von Seibert Media. Mein Name ist Michael Bykovski. Ich bin gerade an meinem Master dran, an der Hochschule Rhein Main. Hab vorher, vor einem Jahr, glaube ich, bei Seibert Media gearbeitet. Bin dann zu Schweizer mal gewechselt. Jetzt bin ich wieder hierher zurück ins Luisenforum zu AOE und programmiere seit etwa 14 Jahren. Wer mir auf Twitter schreiben möchte, einfach @michaelbykovski, oder wer meine Website anschauen möchte, bykovski.de. Und wer irgendwas zu diesem Talk tweeten möchte, der kann gerne über Eventstorming@Seibert Media tweeten. Eventstorming ist eigentlich eine recht einfache Methode. Das Problem aber dabei ist, dass diese Methode, wie viele andere Methoden, einfach genommen werden können und ausgeführt. Aber was sich hinter dieser Methode verbirgt und warum man überhaupt solche Methoden benutzt, das ist eigentlich die viel wichtigere Frage, um zu verstehen, warum man denn überhaupt Eventstorming nutzen soll. Und die erste Frage, warum man überhaupt Eventstorming nutzen soll, ist, wozu gibt es denn überhaupt Geschäftsprozesse? Das ist jetzt eigentlich die Frage an euch. Wozu gibt es Geschäftsprozesse? Genau, um ein Geschäft zu machen, um einen bestimmten Output zu erzielen. Die Frage ist aber noch viel mehr, was ist denn überhaupt dann ein Geschäftsprozess? Also, ich möchte einen bestimmten Output erzielen und man hat da so ein bisschen was im Kopf von wegen, naja, wenn ich einen bestimmten Input reingebe und dieser Geschäftsprozess sich durchführt, dann habe ich einen bestimmten Output. Aber dann ist noch wiederum die Frage, ja, was ist denn ganz genau dieser Prozess? Also, ein Geschäftsprozess ist ja im Grunde nur, naja, ich habe einen Input, dann kommt der Geschäftsprozess, dann kommt ein Output. Und was genau steckt denn in diesem Prozess dann drin? Und vor allem, aus welchen Teilschritten besteht dieser Prozess? Also, was ist denn überhaupt ein Teilschritt? Weil, naja, ein Prozess ist quasi die Sicht von oben. Und je tiefer man reingeht, desto mehr sieht man eben von diesen Teilschritten. Also schauen wir uns doch erstmal an, was ist denn überhaupt ein Teilschritt eines Prozesses? Wenn wir uns das ganz atomar betrachten, dann ist ein Prozess, beziehungsweise ein Teilschritt, eben eine Aktion, die durchgeführt wird aus einer bestimmten Ursache. Und diese Aktion hat ein bestimmtes Ereignis. Das muss kein Ereignis sein, was quasi in einem System gefeuert wird, sondern jede Aktion hat ein Ereignis. Weil ich hier stehe, habe ich das Ereignis Stand. Und das immer wieder und immer wieder die gleiche, also immer wieder und ununterbrochen sozusagen. Das Ereignis ist also immer wieder da. Wenn ich hier drauf drücke, gab es das Ereignis drauf gedrückt. Ja, also jetzt unabhängig von einem System, was man baut, hat alles, was wir tun, immer eine bestimmte Aktion, ein bestimmtes Ereignis und daraus dann eine bestimmte Wirkung. Und diese Wirkung ist wiederum eine Ursache für die nächste Aktion und für das nächste Ereignis. Das ist ganz grundlegend. Nochmal veranschaulicht, also wir haben eine Ursache, es kommt ein Ereignis und daraufhin möglicherweise eine Aktion und so weiter und so weiter. Und wenn wir sowas betrachten, entsteht eine Kausalkette. Das ist noch kein Prozess, sondern es ist nur eine Kette von Aktionen und Ereignissen. Das heißt also, wir haben hier jetzt eine Kausalkette, die ununterbrochen läuft. Man könnte theoretisch sagen, vom Big Bang sozusagen. Also es gab irgendwann mal sozusagen etwas, das hat es angestoßen. Und diese Kausalkette läuft und läuft und läuft und läuft. Und diese Kausalkette ist natürlich nicht nur linear, so wie wir sie hier sehen, sondern diese Kausalkette kann sich natürlich in ganz viele verschiedene Kausalketten aufteilen. Weil jede Aktion kann mehrere Ereignisse haben und jede Aktion kann aus mehreren Ereignissen entstehen. Dann kommt natürlich die Frage auf, fängt eine Kausalkette irgendwo an und hört diese auch irgendwo auf? Das habe ich im Grunde jetzt eben gerade schon beantwortet. Ja, also eine Kausalkette hat eigentlich keinen Anfang, weil es ja eigentlich immer jemanden geben musste oder etwas geben musste, was diese Kausalkette angestoßen hat. Und genauso hört sie auch nie wieder auf, weil es gibt immer irgendwas, was eben auf dieses Ereignis hört und eine Aktion auslöst. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen und auch wenn wir es nicht sehen. Es ist immer irgendwas, was eben auf dieses Ereignis lauscht. Wenn wir uns jetzt eben Kausalketten anschauen, also nochmal das hier, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt in Richtung Geschäftsprozess und fragen uns, okay, Geschäftsprozess, es gibt eine bestimmte Aktion A und es gibt eine bestimmte Aktion B. Und diese Aktionen führen dazu, dass ich mit meinem Input einen bestimmten Output erzeuge. Das Problem aber bei der Sache ist, dass es nicht immer nur Task A oder Task B gibt, sondern es kann sein, dass zwischen diesen Tasks, also zwischen den Aktionen, sich noch viel, viel weitere Schichten befinden. Hier als Beispiel, wir haben A und D und wir kommen von A nach D über die Funktion f. Und zwischen A und D gibt es noch eine weitere Aktion, die wir gar nicht in Betracht gezogen haben, weil wir daran nicht gedacht haben oder weil wir sie nicht sehen. Aber sie gibt es. Und dann ist natürlich auch die Frage, hat dann aber, wenn es solche Schichten gibt, eine Kausalkette unendlich viele oder endlich viele Aktionen und Ereignisse, weil es kann ja theoretisch gesehen unendlich weit reingehen oder aber auch unendlich weit wieder zurück. Und das gleicht so ein bisschen dieser sokratischen Frage von Sokrates, sokratische Frage, und zwar Mäeutik, also Hebammenkunst. Kennt die jemand? Nein? Die sokratische Frage beschäftigt sich damit, Sokrates ist zu seinen Schülern gegangen oder hat auch bestimmte Leute einfach auf der Straße angesprochen und hat gemeint, ja, du bist auch ein Soldat, also bist du doch tapfer. Und dann hat der Soldat gesagt, ja, natürlich bin ich tapfer. Ja, und warum bist du tapfer? Ja, weil ich ein starker Mann bin. Und warum bist du ein starker Mann? Ja, weil das und das. Also er hat die Leute so lange gefragt, bis sie keine Antwort mehr hatten. Und das nennt man auch die sokratische Frage. Und an dem Punkt, an dem sie keine Antwort mehr haben, fangen sie an, sich mit dieser Antwort zu beschäftigen. Also sie versuchen, diese Antwort zu beantworten, obwohl sie sich davor überhaupt gar nicht über diese Antwort Gedanken gemacht haben. Also sie fangen quasi erst damit an, sich zu beschäftigen, wenn sie sich diese Frage überhaupt stellen. Ja? Das heißt also, es kann sein, dass eine Kausalkette unendlich viele Ereignisse und Aktionen hat. Es kann auch nicht sein. Wir wissen es nicht, wir müssen eben Fragen stellen. Und so lange, bis wir eben nicht mehr diese Fragen beantworten können. Und selbst dann wissen wir nicht, ob es dann noch weitere gibt oder nicht. Gehen wir mal wieder mehr in Richtung Prozesse, Geschäftsprozesse, bestimmter Input mit einem bestimmten Output. Und schauen uns mal eben an, das was ich vorhin gesagt habe, es gibt eben einen Prozess und dieser Prozess kann eben verschiedene Ereignisse haben, die zu einem Prozess führen oder zu einer Aktion. Und eine Aktion kann auch bestimmt viele Ereignisse entstehen lassen oder Aktionen eben ansteuern. Gehen wir aber in diese Richtung, dass wir sagen, das ist eine Kausalkette, wollen wir natürlich wissen, was ist denn unser Prozess in dieser Kausalkette? Eine Kausalkette kann eben ganz verschiedene Richtungen einschlagen, aber wir wollen uns um ganz bestimmte Aktionen und Ereignisse kümmern. Und das formt unseren Prozess. Ja, das heißt also, wir haben eben hier wieder vereinfacht dargestellt einen linearen, oder in dem Fall linearen, eine lineare Kausalkette und diese Kausalkette formt eben diesen Prozess. Beziehungsweise wir legen quasi, wir grenzen diese Kausalkette ein. Das ganz Wichtige ist, wir grenzen sie nicht ab, sondern wir grenzen sie ein, weil abgrenzen geht nicht, aber eingrenzen schon. Oft wird auch dieser Prozess dann einer Domäne zugeteilt, also zum Beispiel Kunde oder so, ja? Damit man eben schon eine Richtung weiß, wohin die Reise hingeht. Als kleiner Beispiel, wir haben zum Beispiel so einen Morgenprozess, also der Wecker klingelt um 8 Uhr morgens, dann gehen wir duschen, dann Zähne putzen zum Beispiel. Aber der Morgenprozess kann auch genauso gut anders aussehen. Beispielsweise, der Wecker erreicht die Uhrzeit 8 Uhr. Der Wecker klingelt, dann wachen wir auf, dann wird er ausgeschaltet, dann stehen wir auf. Ja? Also da sehen wir erstmal die Tiefe und die Eingrenzung. Je nachdem, was wir eingrenzen und wie tief dieser Prozess angesehen wird, aus welcher Perspektive sozusagen, kann dieser Prozess eben von unterschiedlichen Personen ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Das heißt also, was daraus resultiert ist, ein Prozess ist nicht immer der Prozess, sondern es ist dieser Prozess ist immer aus verschiedenen Blickwinkeln, theoretisch auch ein anderer. Es sind wahrscheinlich die gleichen Aktionen und Ereignisse drin, aber mit einer bestimmten Dichte, ja, und einer bestimmten Eingrenzung. So, jetzt kommen wir zum Geschäftsprozess. Jetzt haben wir verstanden, was ist denn eigentlich ein Prozess? Und jetzt können wir das Ganze eingrenzen und sagen, mein Geschäftsprozess oder mein Prozess wird jetzt in einem geschäftlichen, aus einer geschäftlichen Perspektive gesehen. Und im Grunde wird eben dieser Prozess oder Geschäftsprozess eben, wie schon gesagt, mit einem bestimmten Input gesehen und einem bestimmten Output. Und mit diesem bestimmten Input, da wird was verändert, ja, da entsteht was und dann kommt ein bestimmter Output. Und diese Prozesse kann man natürlich dann aneinander schließen. Ja, also man kann sagen, es gibt den Prozess A und der hat diesen Output und aus diesem Output nehme ich entweder den ganzen oder einen halben oder so und so viel und den füge ich dann in den anderen Prozessen zu, also Prozess B zum Beispiel. Warum ist denn hier Input und Output, also Ursache und Wirkung, warum sind die denn als Input und Output überhaupt so benannt worden? Was kann man denn mit einem Input machen oder mit einem Output? Vor allem in dem geschäftlichen Rahmen. Was konnten wir davor nicht? Also was war davor so schwierig zu greifen? Der ganze Prozess. Hier ist der Input messbar. Indirekt. Auch hier ist es schwierig zu sagen, dass er wirklich messbar ist, aber viele gehen hin und versuchen eben diesen Input und Output zu messen. Und was passiert dabei bei der Messung? Wenn wir das Ganze messen, erzielen wir eben eine Effektivität. Also wir schauen, naja, ich habe eine bestimmte Vorstellung von meinem Ziel, ich gebe einen bestimmten Input rein, mein Prozess läuft ab, dann habe ich einen bestimmten Output und dieser Output, den vergleiche ich jetzt, und das geht natürlich ja nur, wenn ich ihn messen kann, mit meinen Erwartungen. Und die müssen natürlich auch messbar sein. Und je nachdem, wie weit er von meinen Erwartungen weg oder entfernt ist, ist dieser Prozess eben effektiv. Ja? Ist quasi Wirtschaft Basics. Genauso gut auch der effiziente Geschäftsprozess. Also je nachdem, was ich in diesen Prozess reingebe, habe ich einen bestimmten Output und vergleiche dann Output zu Input. Und selbst die muss ich dann auch wieder messen können, sonst kann ich die ja nicht vergleichen. Und dann redet man hier eben von Effizienz. Ja, je weniger Input ich benötige und je mehr Output, desto effizienter ist eben dieser Prozess. So sieht man das tatsächlich mal aus einer anderen Perspektive und nicht immer nur aus dieser, naja, ich habe einen bestimmten Input, einen bestimmten Output, aber was ist denn genau dieser Input? Kann ich den messen? Und nur wenn ich ihn messen kann, dann kann ich sie natürlich auch vergleichen. Prozesse haben aus der geschäftlichen Sicht auch verschiedene Perspektiven. Und man kann diese Perspektiven versuchen einzugrenzen. Ganz wichtig ist, versuchen, weil Prozesse sind so vielschichtig und so komplex, dazu kommen wir auch noch gleich, dass man sie eigentlich nicht greifen kann. Aber man kann versuchen, sie aus bestimmten Perspektiven zu beschreiben. Hier habe ich mal 5 Perspektiven aufgezählt. Diese 5 Perspektiven sind aus dem Buch ARIS, Architektur für integrierte Systeme. Sehr interessantes Buch aus den 90er Jahren, geht auch eigentlich nur um Geschäftsprozesse. Und es gibt eben diese 5 Sichten, also es gibt einmal die Datensicht, ja, also welche Informationen habe ich in meinem Prozess. Es gibt einmal die Funktionssicht, also welche Funktionen laufen ab, welche Methoden brauche ich, um den Prozess voranzutreiben. Dann gibt es die Organisationsschicht, also welche Rollen gibt es in meiner Organisation, die diesen Prozess vorantreiben. Und die Leistungssicht, welche Leistung entsteht bei der Funktion quasi. Und das Ganze umfasst eben oder wird eben von so einer Steuerungsschicht angetrieben, verändert. Und schauen wir uns mal das erste Beispiel an. Also wir haben eben hier die Organisations- und Funktionsschicht. Und was ist das, was jeder online macht? Shoppen. Und wir haben hier zum Beispiel eine Funktion, die nennt sich Bestellung über Online-Shop. Das heißt also, eine Bestellung wurde erstellt und in der Organisation befindet sich eben der Kunde. Ja, also es muss nicht nur eine interne Organisation sein, es kann natürlich auch externe Organisationen sein. Zum Beispiel auch sowas wie einen Vertrieb oder aber auch einen Vertriebsdienstleister oder einen Dienstleister, der dann eben einen versorgt. Wir bestellen was über den Online-Shop und dann wird eben geschaut, ist dieses Produkt vorhanden? Wenn dieses Produkt vorhanden ist, dann wird der Lieferschein ausgedruckt vom Versand, der Artikel wird verpackt vom Versand und der Artikel wird versendet, auch wieder vom Versand. Ist dieses Produkt nicht vorhanden, wird dieses Produkt nachbestellt und dieses Produkt wird zum Inventar hinzugefügt. Sobald das Produkt zum Inventar hinzugefügt hat, ist es ja vorhanden, also können wir den Lieferschein drucken und so weiter. Ja. Und allein hier sehen wir schon die erste Schwachstelle. Was ist, wenn wir das Produkt hinzufügen, aber eben genau in der Zeit, wo wir es hinzufügen, es eigentlich schon weg ist, sozusagen. Also dieser Consistency, das Consistency-Problem. Ja. Also in der Zwischenzeit, wo wir es hinzugefügt haben, wird es verpackt. Das meine ich damit. Schauen wir uns mal das aus der anderen Sicht an, aus der Leistungssicht. In der Leistung haben wir eben die Bestellung. Wir haben eine Produktnachbestellung. Das ist also Leistung, nochmal kurz. Das ist im Grunde die Wertschöpfung, die dabei entsteht. Ja? Weiß jemand nicht, was Wertschöpfung ist? Okay. Genau, Produktnachbestellung, dann sind die Produkte dann auf Lager. Ja? Also es ist dann die Leistung, die entsteht. Hier ist es der gedruckte Lieferschein, da ist es der verpackte Artikel. Und der Artikel oder die Lieferung an sich ist dann natürlich auch der Wertschöpfungsprozess, der dabei entsteht. Ja, das heißt also, hier kann man dann schon schauen und vergleichen mit der Funktionssicht, macht diese Funktion überhaupt eine Wertschöpfung? Natürlich muss nicht jede Funktion eine Wertschöpfung erbringen, weil es kann ja sein, dass bestimmte Funktionen erst dazu führen, dass in der nächsten Funktion oder übernächsten Funktion überhaupt eine Wertschöpfung erbracht wird. Ja, also Vorfunktionen sozusagen. Schauen wir uns mal aus der Datensicht an. Bei der Datensicht haben wir eben dann die Bestellung, den Kunden, die Produkte. Hier ist es der Produkt und der Händler, der dieses Produkt vertreibt. Hier ist es dann das Produkt, der Artikel und das Inventar, das befüllt wird mit diesem Artikel. Ganz wichtig ist auch der Unterschied zwischen Produkt und Artikel. Ja. Dazu kommen wir auch noch später zu der ubiquitären Sprache. Das Produkt ist im Grunde das, was auf Papier steht. Es gibt das Produkt A. Und der Artikel ist dann das tatsächliche Produkt, also das, was existiert. Das ist der Unterschied. Das heißt also, wir haben diesen Artikel, der dann entsteht. Wir haben das Produkt, was quasi bestellt worden ist. Und das wird in das Inventar abgelegt. Im nächsten Schritt haben wir dann eben Artikel, den Kunden die Lieferung, Artikel und Lieferung. Also Artikel wird verpackt in ein bestimmtes Paket. Das muss eine Liefersendungsnummer haben oder so. Und hier haben wir dann auch wieder Artikel und Lieferung. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich verschiedene Sichten und es kommen eben diese verschiedenen Sichten zusammen. Ja? Und wir müssen versuchen, auch eben alle Sichten so zu betrachten. Und das ist eben genau das Schwierige dabei, das zu tun. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, gibt es ja eben auch komplexe Geschäftsprozesse. Komplexe Geschäftsprozesse oder komplizierte Geschäftsprozesse. Das ist super wichtig zu verstehen. Und vor allem super wichtig für Leute, die mit Geschäftsprozessen zu tun haben. Was ist das Problem bei komplex versus kompliziert? Kann es jemand vielleicht erklären? Keiner traut sich. Ah, doch, sehr gut. Komplex wäre nicht unbedingt kompliziert. Kompliziert würde heißen, schwer durchzuführen. Komplex würde heißen, mehr in die Tiefe zu gehen. Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Genau. Kompliziert ist, etwas ist, also sagen wir mal, es ist, etwas ist einfach. Ja. Ich nehme das Bier, heb's auf und stell's wieder zurück. Das ist einfach. Und der nächste Schritt wäre dann kompliziert. Also, ich nehme das Bier, hebe es auf, also heb's hoch. Und dann muss ich zum Beispiel nach Berlin fahren und dort muss ich das und das tun und dann kommt das und dann gibt es eine Bedingung und wenn das passiert, dann das passieren. Dann muss ich 30 Tage warten, dann so und so. Also es gibt immer dieses und dann und dann und dann und dann und bestimmte Bedingungen und so weiter, aber komplizierte Sachen kann ich erklären. Ich kann sie vorausschauend erklären. Ich kann sagen, das passiert auf jeden Fall und ich kann dafür euch sogar ein Diagramm malen. Wir leben aber in einer Welt, die nicht kompliziert ist, sondern wir leben in einer Welt, die komplex ist. Und in einer Welt, die komplex ist, passieren eben Dinge, die ungeplant passieren. Das zum Beispiel. Ja. Ungeplante Dinge sind nicht schön. Ja, vor allem nicht in einem Prozess. Und wenn ich Produkte herstelle, dann kann ich das planen. Warum kann ich das planen? Weil ich eben Sachen wiegen kann. Ich kann sie messen. Ich kann ganz genau sagen, diese Schraube, die ist 2 Zentimeter groß und die passt in dieses Loch. Und am Ende kommt irgendein Gerät heraus und es wiegt 1 Kilo. Und das packe ich dann in ein 20 x 20 cm großes Paket. Das kann ich messen, das ist kompliziert. Wenn ich Software baue, wo Menschen an einem Computer sitzen, ist das komplex. Weil ich eben nicht voraussehen kann, dass zum Beispiel mein Entwickler nächsten Monat kündigt. Weil ich nicht voraussehen kann, dass zum Beispiel der Entwickler nicht so viel Erfahrung hat, ja, vergessen hat, eine Bedingung zu schreiben, die dazu geführt hat, dass ich jetzt 40.000 € Verluste mache. Das kann ich leider nicht planen. Und deswegen sind Geschäftsprozesse, die mit Software zu tun haben, komplex. Und das ist ganz wichtig zu begreifen. Was wir aber versuchen ist, immer wieder komplexe Systeme oder komplexe Modelle zu abstrahieren. Also wir versuchen sie, obwohl sie komplex sind, in ein kompliziertes Modell zu übertragen. Also zu sagen, naja, also so der beste Ablauf wäre natürlich, wenn zuerst Task A passiert, dann Task B und dann kommt diese Bedingung und dann Task C. Ja, das wäre gut. Dabei passieren aber ganz viele schlimme Sachen. Hier in dem Fall haben wir zum Beispiel 2 Personen und die eine Person, zum Beispiel der CIO, erklärt der anderen Person, wie der Geschäftsprozess abläuft. Es ist ein komplexer Geschäftsprozess und sie erzählt eben ihm, wie dieser Prozess abläuft. Und dabei passieren auch schon unheimlich viele Fehler. Und dadurch hat jeder am Ende seine eigene Sicht auf diesen Prozess. Der einen interessiert zum Beispiel nur, wie er das baut. Den anderen interessiert zum Beispiel, wie die Kommunikation dann mit dem Kunden ist. Wie passt es denn dann in mein System rein? Die andere Person interessiert sich dann, ja, wie mache ich denn dann die Abrechnung? Und der CIO am Ende hat zwar die Idee gehabt, aber bei den anderen ist was ganz anderes angekommen. Was ist das Problem dabei? Was ist denn die Ursache des Problems, noch besser zu fragen? Die Ursache des Problems, ja? Wäre die Kommunikation? Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Das hat schon der kleine Prinz gesagt. Oder war es nicht der kleine Prinz? Ich glaube, das war der Fuchs. Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Das heißt also, wenn wir einen Prozess kommunizieren wollen, müssen wir eine Schnittstelle finden, die besser ist als einfach nur, also es passiert Task A, dann kommt Task B, dann kommt aber eine Bedingung, dann kommt Task C, ach so, und wenn Task C dann das macht, dann kommt aber wiederum Task A. Ja, also man merkt schon, es kann komplex werden. Und was in der Vergangenheit immer wieder versucht worden ist, war BPMN. Wenn ich BPMN höre, dann kommt schon so ein bisschen der kalte Schweiß. Business Process Model and Notation. Wir haben einen Startpunkt. Und dieser Startpunkt geht zu einer anderen Aufgabe, zu einem anderen Task. Wir haben eine Bedingung und die führt dann zu C. Wieder ein Task und der führt dann wieder zu diesem Startpunkt. Also hier entsteht dann wieder eine Schleife. Und hier haben wir, ja, kann man machen. Ne? Warum nicht? Es geht ja darum, etwas zu vermitteln, eine Schnittstelle zu haben, um zu sagen, das meine ich, so will ich das haben. Deswegen wird natürlich auch mein Modell viel komplexer, meine Notation. Ja? Wir versuchen, komplexe Probleme in ein kompliziertes System zu packen. Und dadurch entsteht ein Haufen anderer Probleme. Und zwar, indem wir versuchen, diverse Sachen zu verallgemeinern. Das ist hier die Notation für BPMN 2.0. Die kann man sich durchlesen, nicht recht interessant. Und damit kann man dann eben Geschäftsprozesse bauen, was viele tun. Das Problem dabei ist, so ein BPMN-Diagramm, das muss halt jeder auch verstehen, der das baut, zum Beispiel. Ja. So ein BPMN-Diagramm wird oft von einer Person erstellt, nicht von mehreren, weil, naja, kollaborativ ist so ein BPMN jetzt nicht gerade wirklich, weil das muss ja irgendwie sequenziell aufgebaut werden. Das ist ja nicht irgendwie ereignisgesteuert, sondern es ist ja sequenziell. BPMN verwendet oft dann eben eine oder selten eine allgegenwärtige Sprache, also eben diese ubiquitäre Sprache. Domain-Driven Design-Leute wissen jetzt, wovon ich spreche. Die ubiquitäre Sprache ist die, wenn ich sage Kunde, dann meine ich Geschäftskunde. Ihr denkt aber an den Private Customer, also an den normalen Kunden, Privatkunden. Ja? Das ist eben ubiquitäre Sprache oder eben nicht ubiquitäre Sprache. Wenn wir vor Privatkunde sprechen, dann ist es der Privatkunde. Wir wissen beide, worum es geht, um welches Modell es geht. Und das ist eben ganz wichtig bei BPMN, weil wenn ich das Ding dann später baue, dann will ich natürlich wissen, um welches Objekt es geht. So ein BPMN-Diagramm ist sehr schnell veraltet. Ich sage immer, es ist so, es ist dann veraltet, wenn das Fenster zugemacht wird. Dann ist es eigentlich schon zu alt. Ja, weil, naja, so ein Geschäftsprozess, das ist halt eben ein komplexer Prozess. Und so ein komplexer Prozess, der hat halt eben ungeplante Sachen. Und es kann ja sein, dass irgendwas schon direkt, nachdem ich das Fenster schließe, ungeplant passiert. Weiß man ja nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Deswegen ist eben so ein BPMN-Diagramm schnell veraltet. Und es lässt eben so einen Prozess auch erstarren. In der Hinsicht, dass man sagt, naja, sobald ich dieses BPMN-Diagramm gemacht habe, das ist dann gesetzt. Ja? Also wenn Task A und Task B, also Task A kommt und danach kommt Task B, dann gibt es da nichts mehr dazwischen. Das ist dann so. Klar kann man da nochmal reingehen und das abändern und so weiter, aber da muss man wieder den Verantwortlichen holen oder den, der das gebaut hat und so weiter. Also vor allem heute in der agilen Welt sind so BPMN-Diagramme vielleicht nett, aber irgendwie nicht so das Richtige. Und BPMN-Diagramme können, je komplexer sie werden, unübersichtlich werden oder unübersichtlicher. Also mit höherer Komplexität habe ich eben eine höhere Unübersichtlichkeit. Genau. Dann gibt es noch was anderes, das können wir ganz schnell durchgehen, das nennt sich EPK, also ereignisgesteuerte Prozesskette. Das kommt auch aus diesem ARIS-Buch. Da geht man eben hin und sagt, naja, also es gibt irgendwie so einen Startpunkt, Auftrag annehmen und dann wurde der Auftrag angenommen oder ist angenommen. Das heißt also, man erzeugt ein Ereignis und auf dieses Ereignis folgt dann eben eine Aktion. Das geht so in diese Richtung Kausalkette. Nichtsdestotrotz, das EPK-Diagramm ist nicht weit verbreitet. Das wird auch oft von einem Verantwortlichen erstellt. Das ist auch wieder schnell veraltet. Es ist intuitiver. Ja, also man geht hin und sagt, naja, auf dieses Ereignis, also wenn das passiert, dann muss ja das passieren. Es ist irgendwie intuitiver, es ist einfacher zu verstehen und dafür aber kann es halt natürlich weniger abbilden, weil, naja, komplexe Probleme erfordern auch Komplexität und wenn ich es versuche, sehr einfach zu abstrahieren, dann ja, kann ich damit natürlich auch weniger Komplexität abbilden. Das heißt, Schlusswort, man kann komplexe Geschäftsprozesse planen, nur dann ist es halt scheiße. Kann man machen. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Schnittstelle. Jetzt fängt der eigentliche Talk an. Hättet eigentlich alle jetzt kommen müssen. Wir suchen also eine Schnittstelle, mit dem wir eben einen Geschäftsprozess oder die Komplexität des Geschäftsprozesses so nah wie möglich abbilden können. Deswegen gibt es Eventstorming. Dieser Herr nennt sich Alberto Brandolini. Man kann diesen Namen eigentlich gar nicht aussprechen, ohne Alberto Brandolini zu sagen. Ein sehr interessanter, ein sehr intelligenter Mensch. Ich schätze ihn sehr. Ich habe ihn leider noch nie kennengelernt. Aber ich habe gefühlt alle seiner Talks gesehen. Und er hat auf seiner Webseite 2013, 18. November, Introducing Eventstorming, einen Blog-Eintrag geschrieben. Und in diesem Blog-Eintrag erklärt er so ganz grob, worum es geht. Der sagt auch so, naja, also wir haben da sowas ausprobiert und wir wissen nicht, wie gut das ist, aber ich schreibe es jetzt einfach mal hier rein, weil viele finden es cool. Und das ist eben so ein bisschen der Start von Eventstorming gewesen. Und es gibt auch einen Talk von ihm, der nennt sich 50.000 Orange Stickies Later. Und das darum, da geht es halt eben dann um Eventstorming. Was braucht man für Eventstorming? Es gibt drei Sachen, die man dafür braucht. Die richtigen Leute, Post-its und eine unendliche Wand. Also unendlich lange Wand. Ja? Man muss die richtigen Leute einladen, die am Geschäftsprozess die eine bestimmte Sicht von der Geschäftsprozess haben, weil, wie wir vorhin ja festgestellt haben, gibt es ja verschiedene Perspektiven des Geschäftsprozesses und jedes der Perspektiven wollen wir ja einfangen, während wir Eventstormen. Das heißt also, wir müssen auch diese Leute einladen. Wir brauchen eben eine unendlich lange Wand, weil wir haben ja begriffen, dass ein Prozess, naja, ein Prozess grenzt es ein, aber er grenzt ja eine Kausalkette nicht aus. Also müssen wir dafür sorgen, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt. Weil vor dem Event oder vor der Aktion kann es ja sein, dass es da sogar noch ein Ereignis gibt. Und noch eins und noch eins. Und auch danach. Und die richtige Schnittstelle sind dann eigentlich also unsere Post-its. Es gibt so ein Bild, das nennt sich The Picture That Says Everything oder irgendwie sowas. Da steht eigentlich alles drauf. Also das sind sozusagen die Regeln von Eventstorming. Und wir gehen jetzt auch gleich nochmal durch und durch. Aber bevor wir durch den Prozess gehen und bevor ich das nochmal alles Schritt für Schritt erkläre, nochmal kurz auf die Terminologie. Also, wir haben den Command, das kennen wir mittlerweile, das ist die Aktion. Und wir haben das Event oder in dem Fall sogar Domain-Event, weil wir ja uns in bestimmten Domänen befinden, wenn wir einen bestimmten Prozess zeigen. Dann haben wir ein Aggregate, das ist ein Model, ein Objekt. Das ist etwas, womit das Programm arbeiten kann. Das ist im Grunde die Bestellung. Das ist die Datensicht. Das ist Aggregate. Dann haben wir noch ein External System. Das ist eben, das sind eben einfach Dependencies, die wir haben, Abhängigkeiten. Ja. Und über dieses Aggregate und über das External System kann ich mit einer Aktion ein bestimmtes Ereignis erzeugen. Und dieses Read-Model, das ist so interessant für, ich sage jetzt mal, wenn man auch noch eine UI hat, muss man aber nicht hinzunehmen. Ja? Es reicht, wenn man sagt, naja, wenn dieses Domain entsteht, dann gibt es eine Policy, also eine Wenn-Dann-Aussage, eine Bedingung. Und wenn das passiert, dann wird ein Command ausgeführt. Oder der Command wird von einem Menschen ausgeführt. Ja, das heißt also, wir versuchen eben, dieses komplexe Modell in dieses komplizierte Modell zu überführen. Aber wir versuchen uns so nah wie möglich an dem komplexen Modell zu halten. Tun wir das doch mal. Gehen wir mal hin und sagen, naja, wir haben jetzt die richtigen Leute eingeladen, wir haben einen eine endlos lange Wand und jetzt kleben wir mal die Events auf. Deswegen heißt es auch Eventstorming, weil man mit Events anfängt zu stürmen. We storm the events. Ich habe jetzt mal das, was wir vorhin als Diagramm gesehen haben, übertragen als Events. Also die Bestellung wird aufgegeben, also Bestellung aufgegeben als Ereignis, dann wurde das Produkt nachbestellt, dann ist die nachbestellte Produkt angekommen, dann wird ein Lieferschein, wurde ausgedruckt, Lieferschein wurde beigelegt in das Paket, Artikel wurde verpackt, Artikel wurde dem Versanddienstleister übergeben und Artikel ist beim Kunden angekommen. Und jetzt sehen wir hier schon, das hatten wir ja gar nicht vorhin in unserem Modell. Warum? Naja, weil wir soweit nicht geblickt haben. Ja, weil anscheinend eine dieser Personen daran gedacht hat, naja, das ist doch ein Ereignis in unserer Domäne, also muss das auch angezeigt werden, an die Wand. Man fängt an, sich Gedanken darüber zu machen, über den Prozess. Man geht nicht einfach nur hin und sagt, naja, so muss das aussehen, sondern so ist das. Also man versucht, so nah wie möglich an die Realität zu kommen. Auch interessante Sache, von hinten nach vorne zu gehen. Ich habe mal in einem anderen Talk gesehen, dass gesagt worden ist, naja, Menschen können schlecht lügen, wenn sie von hinten nach vorne die Geschichte erzählen. Weil wenn man eine Geschichte erzählt, dann denkt man die sich immer von A bis Z aus. Aber wenn man hingeht und sie sich rückwärts überlegt, dann ist das viel schwieriger für das Gehirn. Weil man denkt ja, also man denkt ja quasi nach vorne und nicht zurück. Und deswegen ist es auch eine gute Idee, mal rückwärts zu gehen. Weil dann fängt diese Mäeutik an. Man überlegt sich oder man beschäftigt sich mit Fragen oder mit den Antworten dieser Fragen oder beziehungsweise man beschäftigt sich mit den Fragen, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Ja, es fängt diese Moetik an. Im nächsten Schritt gehen wir hin und hängen die Commands hin, die Aktionen. Also, erster Schritt, Ereignisse. Zweiter Schritt, was führte zu diesen Ereignissen? Also, wenn die Bestellung aufgegeben worden ist, dann musste die Bestellung auch erstellt werden. Oder es gibt eine Funktion, die diese Bestellung erstellt. Wenn der Artikel nicht gefunden worden ist oder der Artikel gefunden wurde, dann muss es auch eine Aktion gegeben haben, die dieses Produkt auf Verfügbarkeit geprüft hat. Das ist im Grunde unsere Bedingung hier. Und hier haben wir schon die erste Policy. Ist das Produkt verfügbar? Ja. Das heißt also, wenn die Bestellung aufgegeben worden ist, kommen wir über unsere Policy auf diesen Command. Das Produkt wird nachbestellt, das wurde nachbestellt. Wenn der Lieferant das Produkt bringt, dann ist das Produkt angekommen und es wird ins Lager eingepflegt. Theoretisch können wir ja von hier aus dann hierhin springen, weil das ist ja im Grunde ein Ereignis. Das heißt also, Produkt wurde gefunden oder Artikel wurde gefunden und Lieferschein wird jetzt ausgedruckt. Lieferschein wird ausgedruckt oder wurde ausgedruckt, also wird der Lieferschein ins Paket gepackt und so weiter. Und wir sehen, dass dieser Prozess jetzt auf einmal viel größer wird. Ja? Also wir haben vorher die Ereignisse gehabt, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Und jetzt auf einmal haben wir sogar, glaube ich, mehr Ereignisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Indem wir uns damit beschäftigen, indem wir Schritt für Schritt hingehen und sagen, es gibt dieses Ereignis und auf dieses Ereignis gibt es eine bestimmte Aktion, merken wir, dass wir Sachen vergessen. Und wir fangen an, uns mit Abhängigkeiten auseinanderzusetzen. Was führt denn dazu, dass dieser Command überhaupt ausgeführt wird? Es gibt also anscheinend eine Abhängigkeit, die dafür sorgt, dass dieser Command ausgeführt wird. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir weiter und machen die Aggregates. Mit den Aggregates sagen wir, naja, welche Daten muss ich denn anfassen, wenn ich diese Aktionen ausführe? Und indem ich diese Daten anfasse, werden auch die Events ausgeführt. Oft ist es sogar so, dass die Ereignisse oder beziehungsweise die Aggregates, die stehen in einer Beziehung. Das heißt also, je öfter sie vorkommen, desto mehr weiß ich, ah okay, das könnte eine Beziehung sein. Oder sie sind wahrscheinlich, die stehen in irgendeiner Beziehung zueinander. Im nächsten Schritt, und das ist eigentlich auch der letzte Schritt oder vorletzte Schritt, schreibe ich hin, wer zum Beispiel diese Funktion ausgelöst haben könnte. Ja? Also welche Organisationseinheit löst eben diesen Command aus. In dem Fall ist es der Kunde, Versand, dann gibt es eine Beschaffung, dann gibt es einen Lageristen. Ja, also man geht jetzt nicht mehr hin und sagt einfach nur, ja, das ist halt so, dass die Bestellungen oder sowas, die Organisationseinheit Bestellungen, sondern man beschäftigt sich wirklich damit, wer führt das denn eigentlich aus? Was dann auch dazu führt, dass man sich auch mit den Zielgruppen beschäftigt. Genau, hier unten ist der Versand. Wenn wir jetzt mal uns das so anschauen, dann erkennen wir eine gewisse Struktur. Ja, also wir erkennen, die gehören irgendwie zusammen. Das heißt, sie können einer bestimmten Domäne zugewiesen werden. Muss nicht sein, ja, aber sie könnten eben, man könnte sagen, ja, das hier ist so Bestellungen, das hier ist so Wiederbeschaffung und das hier ist so Versand. Ja, eigentlich ist vielleicht sogar der gesamte Prozess eher der Versand, aber man beschäftigt sich halt eben dann da mit den Domänen. Und zu guter Letzt, oder eigentlich auch während dieses Eventstorming voranschreitet, können Fragen dran gehängt werden. Also jemand, der nur entwickelt, der hat natürlich keine Ahnung davon, oder muss nicht sein, aber in den meisten Fällen haben dann eben bestimmte Personen Fragen, warum Sachen ausgeführt werden. Und das ist auch so eine gute Situation, wo eben dann der Prozess nochmal reflektiert wird. Also warum machen wir das denn eigentlich? Warum wird er denn ausgedruckt? Ja. Und das sprengt Silos. Es gibt in jedem Unternehmen Wissenssilos. Die Leute machen ihre Prozesse und tragen das nicht nach außen, weil das ja auch nicht nötig ist. Macht man aber ein Eventstorming, beschäftigt man sich mit den Silos von den anderen. Man überlegt sich, ja, was, also die haben ein bestimmtes Wissen über irgendeinen Unterprozess und dieses Wissen wird nach außen getragen. Das bleibt nicht im Silo, sondern diese Silos werden eben aufgesprengt. Und noch zu guter Letzt, wenn an bestimmten Stellen zu viele Fragen aufkommen, ist das eigentlich auch schon ein Indiz dafür. Entweder gibt es zu viele Leute, die nicht wissen, was da passiert, was schlecht ist, oder dieser Prozess hier scheint nicht gut zu sein. Den sollte man vielleicht nochmal überdenken. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es hängt, also es ist jetzt unabhängig von dem, was da semantisch drinsteht, aber es geht um darum, dass halt eben, wenn viele Fragen an bestimmten Stellen auftauchen, man sollte dann nochmal reingehen. Wie Alberto Brandolini mal sagt, ich habe euch die Pizza gegeben, das Topping müsst ihr selbst machen. Also ich habe euch quasi erklärt, dass Eventstorming eine Methode ist, mit den richtigen Leuten und Ereignissen ist, also man fängt mit den Ereignissen an, dann schreibt man die dazugehörigen Commands, dann die dazugehörigen Abhängigkeiten, dann geht man rüber zu den Aggregates, also den Objekten, den Models und anschließend geht man zu den, naja, Initiatoren, Aktionsinitiatoren über. Und am Ende hat man dann eben noch die Fragen oder mittendrin, die aufkommen. Ja. Und jetzt ist genau die Sache, das ist nur eine Methode, nur ein Modell, um einen Geschäftsprozess zu modellieren. Wie diese Methode angewendet wird, das liegt immer in Betracht des Prozesses, damit eben so viele Leute wie möglich das verstehen. Das ist ja nur eine Schnittstelle. Wichtig ist dabei, was dann tatsächlich am Ende auf der Wand hängt und wie viele Leute dann diesen Prozess auch wirklich verstanden haben. Genau. Fragen. Kannst ruhig anfangen. Ist vorbei. Gut, keine Fragen. Dann vielen Dank.